Endlich! Nach 11 Jahren haben wir mal wieder ein neues Super Mario Spiel. Und nein, es ist kein New Super Mario Spiel. Wir sind endlich durch mit dieser Reihe. Wir haben eine neue Innovation. Wir sehen hier schon super viele neue Sachen in Super Mario Bros. Wonder, was heute am 20.10.2023 rauskommt. Die letzten Mario-Spiele waren ja irgendwie 2015 Mario Maker 1 und 2019 Mario Maker 2. Auch geile Spiele, aber irgendwie... There's something left to be desired, finde ich da einfach bei den Spielen. Und oh mein Gott, ich bin so am Zittern. Ja, das Spiel kam gerade an, ich musste sofort anfangen zu zocken. Falls ihr auf die Nintendo-Seite bestellt, da kriegt ihr da auch irgendwie so Bonus-Sachen. Und das ist eigentlich ganz nett. Vielleicht blende ich hier mal was ein, was man so bekommt. Und ja. Genau, jetzt kann man hier seinen Charakter auswählen. Wer spielt denn gerade? Ich spiele. Das bin ich. Viele Spiele gibt's. Wir werden das Ganze alleine durchspielen. Ich finde den Multiplayer-Modus in Ordnung, aber dazu kommen wir noch. Ich muss gerade überlegen, welche Reihenfolge ich alles erkläre. Aber wir kriegen das schon hin. Und wow, haben wir hier eine riesige Auswahl. Wann hatten wir jemals so eine riesige Auswahl? Ich sag euch wann. Noch nie. Ja, wir haben hier ganz normal unseren Cast mit Mario, Luigi, gelber Toad, blauer Toad, was wir aus dem New Super Mario spielen kennen. Toadette ist wieder da. Und neuerdings kann man jetzt auch Peach und Daisy spielen. Also Peach konnte man schon in mehreren Mario-Teilen spielen, aber Daisy ist komplett neu. Dieses allererste Mal, dass sie in der Hauptreihe spielbar ist. Und wie ihr schon sehen könnt, Yoshis und Mopsies oder halt Nabbit, wie er im Englischen heißt. Nabbit ist vielleicht ein besserer Name, aber egal. Nehmen keinen Schaden, aber können auch keine V-Ops benutzen. Also die sind langweilig, die sind halt so die Charakter, die ihr nutzen solltet, falls ihr irgendeinem Level Probleme habt. Falls die Levels schwierig sind, weil Yoshis können flattern und Mopsy, der ist halt schnell. So, und ich würde sagen, so viel wir es eigentlich immer machen, würde ich sagen, machen wir jede Folge einen Charakter nach der Reihe und danach gucke ich mal, wie ich das so mache. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Und ja, wir fangen direkt mit Mario an und ihr hört auch schon, dass er komplett neue Stimme hat. Also Charles Martinet ist hier nicht mehr da, sondern stattdessen haben wir hier Kevin Afghani, so heißt er, glaube ich. Der macht jetzt hier die Stimmen für Mario und Luigi und wahrscheinlich auch noch für weitere Characters. Weiß nicht, vielleicht war Luigi noch, weiß noch nicht. Aber ja, fangen wir direkt an. Und ja, okay, ich muss erst mal runterkommen. Spiel ist so geil. Schaut euch die Grafik an, Mann. Also, oh, das werde ich so oft noch sagen, aber egal. Willkommen im Blumenkönigreich. Es liegt gar nicht weit weg vom Königreich. Mario und die anderen folgen eine Einladung von Prinz Florian und reisen zum ersten Mal dorthin. Ha. Gott. Ey, ohne Witz, die Animation sieht so schön. Das Spiel ist so schön. Ich liebe es. Aha, was? Hallo. Hey, hallo. Hallo. Ja, die deutsche Stimme ist ein bisschen weird, aber ist in Ordnung. Okay, wir können können einen Spin machen. Ja, auf jeden Fall. Ich bin so gehypt. Luigi. Kumpel, was geht ab? Oh ja, ich bin so aufgeregt, ey. Was soll denn hier für Viecher? Ich glaube, das sind die Toads von diesem Bereich, von diesem Königreich. Ich frage mich, ob das hier in der Nähe von dem Bohnenkönigreich liegt. Das weiß ich jetzt nicht. Ja, echt so, voll viele Besucher. Ah, wenn ich in der Luft, wenn ich genug Höhe habe und in der Luft nochmal den Spin mache, dann kann ich direkt eine Stampattacke machen, oder? Nee, gerade hat's gemacht. Moment, ich muss kurz die Steuerung auschecken. Okay, ich kann auch ganz normale Stampattacke machen. Okay, keine Ahnung. Da war Peach und Yoshi und... Da ist das Schloss. Jeder bei der Titel, falls ich wusste, wo wir hier sind. Oh Mann. Ach, ist das schön. Eine Einladung von Prinz Florian, den wir eigentlich noch gar nicht kennen. Und alle sind dabei. Selbst Daisy. Und da ist er. Der kleine Wurm. Aber sehr höflich. Waha! Ich verstehe kein Wort. Was? Ja, was das denn? Das ist doch nicht schon wieder Kamek, oder? Doch, mal wieder ist es er. Und Bowser! Der allen hier Angst macht und Chaos stiften will mit seinem kleinen Sohn. Warte, was macht der? Er hat diese neue Blume eingesammelt und verwandelt sich jetzt in... Verwandelt sich in das Schloss? Das kann doch nicht sein, oder? Doch, scheinbar schon. Wie cool das aussieht. Oh Gott.
Oh, die sehen cool aus. Oh nein. Was wie immense Kraft, wo Bowser jetzt haben muss. Was passiert denn hier? Können das Toad House, also von diesem Gebiet das Toad House, verwandelt sich jetzt in ein Gefängnis? Hilfe! Hallo! Gott, wir müssen sie retten! War das nicht dieser fiese Bowser? Wie konnte er unser Blumenschloss und die Wunderblume stehlen? Unfassbar, dass dieser Kerl auf diese schlimme Art mit unserem schönen Blumenschloss verschmolzen ist. Damit darf Bowser nicht durchkommen. Gar nicht auszudenken, was er alles anrichten könnte. Hey, ich bin Mario mit einer Stimme. Ich werde das nicht machen. Mit meinen Freunden. Wie? Du möchtest helfen? Vielen Dank! Dann komme ich gerne mit und weise dir den Weg. Nur einen Augenblick. So ein mini kleiner Wickler. Wie Luma hält er sich an unserem Kopf fest. Ciao. Ihr wollt nicht mitspielen? Diese kleinen Todabklatscher als Secret Character wäre doch cool. Danke, danke. Immerhin einer glaubt an mich. Einer. Der hat mich schon seit Anfang abonniert. Das ist der. Welt 1 Röhrenfelswiese. Und ich finde das irgendwie sehr, sehr cursed, wie sich Mari hier sofort bewegt, weil er guckt halt so fast schon geradeaus, aber nicht ganz. Und so bewegt er sich seitlich. Also das muss ja anstrengend sein. Egal. Erstes Level mit einer Schwierigkeit. Hier sind nämlich Schwierigkeitsgrade. Was haben wir denn hier eigentlich noch? Wir haben jetzt noch... Aha, Röhrenfelsenwiese. Boah, wie riesig diese Welt noch sein wird. Was haben wir noch alles? Charaktere wechseln? Levelauswahl wahrscheinlich? Ja, ja, genau. Abzeichen, da kommen wir noch zu. Aussteller kommen wir auch noch zu. Will ich noch nicht alles so viel vorwegnehmen. Okay. Oben links haben wir Collectibles, Münzen, Lila-Münzen. Das ist die gleichen aus Mario Odyssey, wer weiß. Und One-Ups. Die gibt es leider auch wieder. Stehe ich nicht ganz. Mario Odyssey gab es sie nicht. Egal. Willkommen im Blumenkönigreich. Fangen wir damit doch direkt mal an. Los geht's. Oh, B zum Springen drücken. Boah, krass. Okay. Oh, und direkt die Musik, ey. Und wie schön das einfach aussieht. Ja, los geht's! Es ist endlich da! Juhu! Obwohl gefühlt die Hälfte der Weltbevölkerung das Spiel schon ein paar Tage vorher hatte. Warum auch immer. Danke, YouTube. Egal. Und man merkt sofort, dass das Spiel der neuen Generation angekommen ist, die Mario-Reihe, wenn die Ba-Ba-Su-Du-Dus geworden sind. Und hier haben wir einen neuen Power-Up! Und zwar den Elefantenapfel oder die Elefantenfrucht. Und wir werden zu... Ja, zu Benjamin. Und der kann schlagen mit seinem Rüssel. Eigentlich nichts Neues. Wir haben auch schon Tanuki zum Beispiel, der schlagen kann seitlich. Oh. Ups, war ich das? Oh, was? Ah ja, es gibt auch jetzt spezielle Blöcke, die man nur mit bestimmten Charakteren benutzen kann. So ähnlich halt wie bei 3D World. Whee! Hast du noch was zu sagen? Nee. Genau, man kann auch Wasser mitnehmen und dann... Bisschen rumsprühen, so wie Ellie der Elefant aus Donkey Country 3 zum Beispiel. Ja, oder? Hm. Ah, da kommt noch mehr Wasser raus. Ach stimmt, das sind die Star Coins, ja. Es gibt ja keine Star Coins mehr. Es gibt ja 10er lila Münzen. Und die werden wir natürlich alle einsammeln. Was ich noch nicht gesagt habe, das ist ein 100% Let's Play. Zumindest ist das hier der Plan. Wir müssen einfach nur drüber laufen, dann kriegen wir direkt Wasser, okay. Ja, so freue ich mich auch gerade. Ah, macht das Spaß. Woohoo! Boah, wie passt er da noch rein? Echo! Du nicht? Okay, dann halt nicht. Boah, da geht aber sehr viele Power-Ups. Ich habe ein bisschen Angst, dass das Spiel zu einfach wird, aber hoffen wir mal, dass die Herausforderung noch da ist. Und. Hey! Was geht ab? Hä? Was zum. Wo kommst du denn her? Bowser wurde zu einem Schloss. Kann ich auch zum Schloss werden? Ich habe mich nicht verwandelt. Aber die Stage! Wow. Huiuiui, genau! Gott, was geht denn hier auf einmal ab? Die Röhre werden lebendig. Und können sich sogar bewegen! Wie ein Wurm. Komm ich dran? Mit dem Spin-Jump schaffe ich das. Wir haben alle Coins. Okay. Ohne Witz, es macht jetzt schon so viel Spaß. Ach, ist das wundervoll. Es ist wundervoll!
Alright, wundersam und erhalten. Was ist das denn? Ja, keine Ahnung, Mann. Ja, keine Ahnung, ey. Hör der Sound. Und da ist das Ziel. Wunderbar. Ja, die Grafik, Gameplay, alles jetzt schon. Bin ich gehypt, auf was auf mich zukommen wird. Das war erst das erste Level. Geheim, yeah. Und er blüht, yay, wie so ein Pikmin. Yay. Hä? Ein Screenshot, ah, wunderschön. Gott, manchmal merkt man, dass das eine neue Stimme ist von Mario. Und das sieht gerade nicht so aus, als würde Mario mit Prinz Florian reden. Der guckt irgendwo ganz woanders hin. Prima, wundersam werden uns auf unserem Abenteuer sehr nützlich sein. Sammeln wir dann noch mehr. Ja, hatte ich auf jeden Fall vor. Gehen wir hinein in die Piranha-Pflanzen-Parade. Let's go. Es wird auch noch viele weitere Neuerungen geben. Ich kann B drücken, dann ist das hier... Jetzt hat man kein Internet auf dem Browser. Oh, Musik ist nice. Boah, das sah cool aus. Dieser Effekt gerade. Yahoo! Oh, die, ohne Witz, ey, die Grafik und die Animationen und das... alles, einfach das Gesamtpaket, das ist so genial. Hä, schaut mal, was ist denn hier drauf? Moos oder so. Jetzt haben wir viele von diesen latschenden Piranhas. Die mag ich natürlich gar nicht. Oh, da kann ich rein. Wie hier so reingestampft ist. Ich bin im Hintergrund. Oh mein Gott. Ein One-Up nach 100 Münzen. Das ist nichts Neues. Aber was ist denn so wundervoll an Mario Bros. Wonder? Das frage ich mich. Nein, das frage ich mich natürlich nicht. Das habe ich schon 50 Mal heute gesagt. Aber egal, nochmal, nochmal. Oh, das geht wirklich. Da kann ich auch wieder zurück? Ich kann auch wieder zurück. Okay. Und du? Also kann man doch da hinkommen. Ja, kann man. Krass, oder? Geil. Ja, ist nichts Neues, aber ja. Achso, ja, sprechende Pflanzen. Ja. Ja. Wow, just what I needed. Ich finde das auch so cool, dass wir direkt im zweiten Level kein Untergrundlevel haben, sondern direkt so. Und was komplett anderes. Das finde ich auch sehr interessant. Komme ich da hoch? Ich kenne tatsächlich die ersten paar Level schon. Teilweise. Ich habe die halt schon ein bisschen überflogen im Gameplay. Aber da unten ist eine neue Wunderblume. So heißen die. Und die sind halt wundervoll. Denn... Was ist denn jetzt? Scrolling Level. Bin ich Wollen die versingen? Scheinbar. Oh Gott! Ah nein, ich singe ihn nicht mehr! Okay, ich darf ihn nicht killen. Oh, ist das süß. Ah, oh, Feuerblume, nehmen wir mit. Selbst die Bäume im Hintergrund. Ah, wenn ich den Rennbutton gedrückt halte, dann guckt Mario die ganze Zeit so böse. Da kann ich nicht nach oben gucken. Interesting. Alright! Ich finde den neuen Mario Voice Actor ist in Ordnung. Ich finde den einen natürlich viel besser, ist klar, aber ist in Ordnung. Das war ja ein Erlebnis. Es ist nicht so schlimm. Also ich... Alter, unlucky. Oh, und da ist ein roter Yoshi-Block. Aua. Brauche ein neues Item. Oh, das ist cool gelöst. Das heißt, ich irgendwo ganz oben am Rande des Bildschirms spawn direkt über einen. Muss ich so aufblasen wie so Mario Kart-Ballons. Das ist cool. Ah, jetzt weiß ich, wie ich den Stampfattacke mache. Wenn ich beide Schultertasten direkt gleichzeitig drücke, dann macht er das. Okay. So, und da verwandeln wir das Haus von dem kleinen, aber feinen... zurück und erhalten unseren Wundersamen. Was sie bringen, weiß ich noch nicht. Das werden wir bestimmt noch herausfinden. Ciao! Ach, ist das Spiel nett. Ach, ist das wunderbar. Was ein wunderbares Abenteuer hier. Okay. Nichts wie hinterher. Here we go. Der Elefanten vom Y. Ja, es geht so rum. Ja, das ist nichts Neues. Wo es was Neues ist. Und hier haben wir, wie wir sehen können, eine neue Gegnerart mal wieder.
Also hier werden wir sehr viele neue Gegner sehen, aber... Ich weiß nicht wieso, aber der erinnert mich irgendwie an Birdo. Einfach von der Art und Weise, wie er funktioniert. Ach ja, falls ich nicht gesagt habe, aber offensichtlich ist, es gibt kein Zeitlimit mehr. Endlich! Ja, leider gibt es die Leben wieder. Warum auch immer, aber ist in Ordnung. Kann ich noch überleben. Bom. Hier ein bisschen Wasser drauf. Dann kriegt man da Münzen. Das ist so ähnlich wie in den New Super Mario Spielen, in den Blumen, World und so. Und jetzt muss man die halt bewässern. Oh, das ist Darkwing. Ich brauche sie. Hey. 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 Ach, verdammt. Was hast du gesagt? Finde ich ein bisschen schade, dass sie es nicht nochmal wiederholen. Wir sind echt leise. Na gut. Oh, du bist noch da. Komm her. Nein. Verdammt. Egal, ich habe noch einen Zusatz. Plopp. Wowie, sowie. Du machst mir das jetzt auf? Prinz Florian ist immer dabei. Wie der Luma. Dann geh mal her. Pohui. Hä? Okay, das wundert mich jetzt. Ich habe jetzt gedacht, dass Mare den mit dem Rüssel oder so festhalten würde, aber nö. Mit der Hand. Sieht ein bisschen cursed aus. Und er kommt direkt wieder raus. Hilfe. Rein da in die Röhre. Wie auch immer er da reinpasst. Ah, direkt nächstes Darkon. Das geht ja schnell. Die Musik ist so cool. Ich muss mal mit Klappe halten manchmal. So coole Musik, ey. Also, ganz ehrlich, ich hab sehr oft schon gesagt, das und dieses Spiel ist das schönst aussehendste, aber mittlerweile muss ich noch mal das bedenken, ob ich das wirklich so meine, weil, boah, das hier ist auf jeden Fall ein guter Contestant. Ich kann ja mal ein Video machen, die schönsten Switch-Spiele. Was haltet ihr davon? Waha! Wonderful, denkt ihr euch wahrscheinlich. Juhu! So, wir werden bestimmt auch mal ein bisschen online spielen ab und zu. Ich weiß noch nicht genau wann und wie. Ja, aber wir werden das bestimmt auch noch tun. So, letztes Tag können wir nur mit dem Rüssel ran. Oder mit dem Koopa bestimmt auch. Hui. Hui. Trifft er nicht? Warte, jetzt. Bam. Da habe ich aber leider auch. Das akzeptiere ich nicht. Da hole ich direkt den nächsten raus. Hui. Und da kriegen wir direkt den nächsten wundervollen Trip. Wow! Einfach ganz viele Sterne regnen. Das ist viel zu viel auf einmal. Das war doch mal 10 Sekunden für einen Stern. Ist das normal? Ich weiß gar nicht. Das ist Borons! Komm, gib her! Gib her! Ah, was hat er gesagt? Guck mal, ich hab dich nicht gehört. Egal. Yahoo! Ach ja, und die Musik ändert sich jetzt, wenn man Mario, Elefanten-Mario ist. Generell Elefantenform hat, dann ist die Musik so... Ja, weiß nicht. Auf jeden Fall keine Du-Dus mehr. Sehr interessant. Oh, just what I needed. Und noch Bass spritzen. Yay. Ja, ja. Na, da freut sich auch. Ich hoffe, ihr freut euch. Lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn ja. Und ich würde sagen, machen direkt weiter. Denn, das scheint wohl mit der Welt schon zu sein. Oh, da ist der Schluss. Hohoho, das gefällt mir. Das Blumenschloss ist mein. Ja, ich bin das Blumenschloss. So viel wundervolle Macht. Ich spüre, wie ich stärker werde und stärker und noch stärker. Bald wird alles mir gehören. Seinen grünen Zähnen, Alter. Geh mal waschen. Dieser elende Bowser. Er wird noch alles verwüsten. Das lasse ich nicht zu. Wir müssen irgendwie zu ihm gelangen. Schau mal da. Wenn du jetzt Banjo-Kazooie wärst, könntest du da bestimmt springen. Nimm einfach diese Propellerblüte da, um aufzuspießen. Jop. Let's go. Jaha. Oh, yeah. Oh, oha, cooler Übergang. Was? Auf einmal eine Wüstenwelt? Zwischenwelt 2? Das kann doch gar nicht sein. Mir wurde gesagt, dass das Spiel tatsächlich relativ lang ist. Oder zumindest ein Ticken länger als normalerweise Mario-Spiele sind. Yeah, Spitzenklasse! Mein Papa ist jetzt ein Schloss! Da kann man flexen, okay. Er hat jetzt so viel Macht, dass niemand ihn noch aufhalten kann. Okay, Bowser Jr. wird wohl wieder der erste Boss sein. Meinetwegen, dass es nicht die Koopalinge sind.
denn die Nerven. Das wird ja immer schlimmer. Schau nur, diese Pflanze hat sich um das Haus abgewickelt. Ah, jetzt weiß ich. Wir sollten es einmal mit unseren Wundersamen probieren. Sie sind sehr mächtig, daher können sie uns vielleicht mit diesem Problem helfen. Meinst du? Oh, schau mal oben links. Steht jetzt 3 von 10 von 14, okay. Kann ich das jetzt kaputt machen hier? Hallo. Schau mal hier. Oh, hat sich wieder versucht verwandelt, der Arme. Ah, Abzeichen Haus der Röhrenfelswiese. Oh yeah, okay. Interessant. Ach, wie so ein Tauthaus, oder wie? Ist hier alles in Ordnung? Poplin heißen die. Ich hatte solche Angst. Ich dachte, ich würde auf der Stelle verwelken. Aber das Abzeichen ist in Sicherheit. Oh, Abzeichen. Die verleihen einem doch verschiedene Effekte, wenn man sie ansteckt. Ja, weil die ganzen Characters haben leider keine eigenen Abilities mehr. Also zum Beispiel Peach konnte ja immer floaten und Luigi konnte immer hochspringen und sowas. Das gibt's nicht mehr. Jetzt können alle, egal welche Abilities haben, durch diese Abzeichen. Weiß nicht, was ich davon halten soll. Muss ich erstmal noch ein bisschen rumexperimentieren mit. Reisende durch das Blumenkönigreich sollen sie oft nutzen, habe ich gehört. Also, Prinz Florian, ich bitte dich, dass du dieses Abzeichen annimmst. Jemand von deinem prinzlichen Geblüt weiß sicher etwas damit anzufangen. Oh, mit einer Mario-Mütze drauf. Wie passend. Stimmt normalerweise eine Mario-Mütze drauf. Toll, ich wollte ja immer schon eins haben. Vielen Dank. Mit diesem Abzeichen kann ich auf unserem Abenteuer bestimmt überaus hilfreich sein. Oh, er blüht, ist so fröhlich. Da geht mir das Herz auf wie eine Knospe. Ich bin ja so froh, dass es dir gefällt, Prinz Florian. Abzeichen können euch auf euren Abenteuern viele Unannehmlichkeiten ersparen. Dieses süße Elefanten-Ding. Die Elefanten kann doch nicht süß. Ja, ich komme ja schon. Bom. Was gibt's denn? Den Ausgang. Nee. Abzeichen, Übungsplatz. Oh, das ist ja cool. Also wie bei Mario Luigi, das wird noch dünn, 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 dünn. Fallschirmmütze! Also ich will jetzt schon. Drücke in der Luft R oder schüttle den Controller, um deine Mütze als Fallschirm zu nutzen und deinen Fall zu verlangsamen. Alright! Oh, das ist ja cool. Oh Gott. Oh Gott, der Elefant ohne Haare. Okay. Ja, wenn du einen Switch Pro Controller not sponsored holst, dann weißt du, was es ist. Wahoo! Muss man das schaffen? Kriegt man was dafür? So? Man muss gedrückt halten übrigens. Ne, man kriegt nichts. Egal, bis später. Das ist ja cool. I like it. Wow! Oh Mann, ich muss einmal kurz standhalten. Die Grafik, ey. Junge. Ja? Oh, sieh dich mal hier um. Hier gibt es ja so viel zu entdecken. Aber da ist schon wieder eine von diesen widerwärtigen Pflanzen. Wir brauchen mehr Wundersamen. Also, wohin gehen wir zuerst? Wenn du dir die Karte ansehen möchtest, einfach L. Aha, wir haben eine Karte bekommen. Aha, ja, Gidira Level haben wir schon. 100%, wie es scheint. Nee, warte mal. Schaut mal, das ist ein Häkchen. Hier nicht, hier schon. Das heißt, hier müsste es ein Secret Exit geben, ne? Immer das zweite Level ein Secret Exit, oder? Ich glaube, ich suche mal danach. Das interessiert mich jetzt. Das schneide ich natürlich für euch. Okay, ich habe nachgeschaut. Das können wir leider noch nicht machen. Dafür brauchen wir noch etwas. Aber ich weiß zumindest schon mal, wo es ist. Es ist sehr böse versteckt. Das musste ich nachschauen. Ja, machen wir einfach erstmal weiter. Und ich sehe, manchmal kann man hier, wird man hier so automatisch geschleudert hin und her. Aber manchmal kann man sich auch so frei bewegen. Das finde ich cool. Und da dreht sich auch der Charakter dann. Jeweils in Richtungen, also größtenteils zumindest. Was war denn hier? Felsblockade? Oh, wie furchtbar! Nur diese gemeine Bowser ist schuld daran, dass hier ein Fels auf den Weg gefallen ist. Ich würde ihn zu gern zerbrechen, aber er ist einfach so riesig. Wenn ich doch nur 10 Blumenmünzen hätte, durch die werden wir blind stärker. Ja, ich kann dir welche geben, hier. Danke! Jetzt trotzt meine Blütenblätter nur so vor Kraft! Den Fels aus dem Weg zu rein wird nicht lange dauern. Hey, du Fels, hör auf, im Weg zu sein! Okay, ich gehe ja schon. Legt sich der Fels. Weg ist er. Ach, du hast jetzt einen Hammer. Das ist aber mein Hammer, ne? Mario hat auch einen Hammer. Mit der Kraft, die du mir geschenkt hast, kann ich den Fels zerbettern. Dein Weg ist jetzt frei. Ja, aber da wollen wir noch nicht lang. Ich wollte es doch schon mal aufmachen. Welches Level machen wir als erstes? Hier, wir haben noch ein bisschen Zeit. Oder wir schauen einfach mal, was es hier noch zu erkunden gibt. Und zwar haben wir hier einen kleinen Stand.
In jedem Laden blickt jeder Kunde auf. Wir verkaufen alles Mögliche. Bezahlt wird mit Blumenmünzen. Ah, mit den Starcoins kann man hier sich Belohnungen kaufen. Oder? Ah, nee, mit den normalen Lila-Münzen. Erhalte für das Besiegen von Gegnern zusätzliche Münzen? Belohnungsmünze. Was ist ein Abzeichen? Ah, hast einen Sondersamen? Wie Mario Odyssey oder was? Und einen Aussteller. Du erhältst einen zufällig ausgewählten Aussteller. Lass dich überraschen. Lass dich überraschen. Okay, warum ist das ein Sondersamen? Badadam. Ja, und mehr haben wir leider nicht, ne? Sparen wir erstmal noch. Dada. Tüdelü, wir kommen wieder. Auf jeden Fall. Verschnaufspause immer geradeaus. Das machen wir mal. Für den Abschluss. Abzeichen wählen. Oha, da gibt's einiges. Wir machen auf jeden Fall mit dem Abzeichen weiter. Ich weiß nicht, ob man mehrere benutzen kann. Aber schau mal. Halte beim Laufen und Geduld, um zu rennen. Schnapp dir so den Wundersamen. Oh, okay, los geht's. Ja, wuhu, ich schaff das. Was? Das war einfach nur nach rechts halten und Y gedrückt halten. Wow. Wow! Wonderful! Hey, aber schaut mal hier. Ist hier was? Nee? Gibt's auch bestimmt wie in 3D World so Secrets, oder? Das könnte ich mir vorstellen. Ich kann hier springen. Ja, Leute, lasst mich auf jeden Fall wissen, wie ihr den Ersteindruck von diesem Spiel findet. Ich bin erstmal raus. Beim nächsten Mal machen wir mit Luigi weiter. Und ich hoffe, ihr seid geil durch dieses Spiel. Lasst ein Like da. Glocke aktivieren. Abo machen. Ihr kennt das ganze Gedöns. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ciao.